Donut. Weißt du, eigentlich kann man sagen, dein einzigster Flüchtlingsort wäre hier. Ja. Ist so. Ja? Ist so. Wahrscheinlich, Digga. Ey, Marvin, jetzt können wir nur hoffen, ich dass... Ich hab sogar mein eigenes Bett. Das ist so eine Klappmatratze, die kommt schon hin. Schöne. Die hab ich von meinem Bett gekauft, kann man nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich ist die Goldmedaille vorne. Ich fahr dasselbe Auto, aber ist immer vorne, Alter. Wahrscheinlich, wenn man den Sprung nicht schaffen würde. Digga, ich hab's überholt. Gott, das ist ein Leid. Scheiße. Was? Und ich war vor der Gott. Wahrscheinlich. Warum fährst du dagegen? Du hast es doch genau gesehen. Der sieht jetzt 10 Sekunden lang vor deiner Nase, der fährt dann. Vor allem habe ich hab gedacht, das Ding kann man durchbrechen. Verkackt. Auf jeden Mann. Auf geht nicht denn so aus dem Neustart. Ja, theoretisch. Der driftet irgendwie zu spät, aber der ist dann vorne irgendwie. Was machst du vorne? Ja, er hat gedriftet, ich nicht. Und du fliegst irgendwie weiter als er. Bitte fahr jetzt nicht nochmal dagegen. Schön, geradeaus. Gut, Däpfchen! Gut, Däpfchen! Der fährt ins Wasser. Man könnte hier best Momente ever machen und sie auf YouTube stellen. Das wäre so geil. Vor allem ist das Spiel voll lustig. Das Spiel finde ich irgendwie voll lustig. Vor allem wenn Steven dabei ist. Wenn Steven immer so geile Kommentare da abgibt. Du denkst! Ja Junge, der sieht so ein Schild 10 Sekunden lang. Der fällt einfach drauf zu. Einfach so. Warte, ich glaube jetzt beim dritten Mal denke ich, man müsste ich mal gerafft haben, denke ich mal, oder? Wenn nicht, darfst du dich dann auslaufen. Ja, aber er ist vorne. Ja. Vor allem da vorne ist das Ziel, Mann. Ja. Ich schaff's einfach nicht. Vor allem hier gibt es doch gar kein Nichtsprofeld oder so. Ja. Ach so. Ich kann nicht mal hinter dir gucken. Der hebt einfach ab, Schmerz, was? Ja. Guck mal, der fährt mit 2 Rädern überholt Goldmedaille. Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ey, Marc, wenn du das jetzt siehst.